Ah, es ist Zeit für eine Runde Deppenzepter. Muss gerade einen ordentlichen Buckelnuff. Man kann auf Kamera nie wirklich erkennen, wie steil so ein Berg ist. Das geht einfach nicht, ne? Das möchte ich nur noch mal betonen. Der ist wirklich ordentlich und ich darf da gleich noch einen unterm Baum Durchtaucher machen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal die Kamera als Vorwand, um ganz langsam zu gehen. denn an dieser Stelle paar Takte zu nahezu unbezwingbaren Anstiegen, also die wirklich so richtig böse sind. Also wie ich das mache, kann ich natürlich nicht nur sagen. Ich kann jetzt nicht die Nonplusultra. Oh, es raschelt im Wald. Ja, die Nonplusultra-Empfehlung kann ich natürlich nicht geben. So, jetzt muss ich erstmal drunter durch. Achtung! Ach du Scheiße! Naja, das war jetzt nur mit einem nassen Knie zu bewerkstelligen. Rucksack zu hoch. Das ist dann halt der Nachteil, wenn man einen Hochbaurucksack hat. So. Und verrutscht ist er auch noch. Naja, egal. Ich stopfe mal weiter, der wird schon wieder richtig hinrutschen. Ja, also wenn man so einen fiesen Buckelnuff will, dann empfiehlt es sich, ganz langsam zu gehen. Also so langsam, dass man trotz fiesen Buckel das Gefühl hat, dass man nicht allzu sehr außer Atem gerät. Also so mache ich das jetzt auch gerade. Wenn man dann nicht noch nebenher quatschen muss, natürlich noch einfacher, aber so grober Richtwert, wenn man so langsam geht, dass man nebenher noch einigermaßen quatschen kann, dann ist man langsam genug, dann kommt man auch über längere Zeiträume, fiese Anstiege ganz gut hoch. Ich muss mir das selber jetzt gerade noch mal einbläuen, weil ja auch oft ein bisschen flotter Lauf. Ach, da ist ausgeschildert, okay. Und ja, das ist natürlich eigentlich doof, weil dann ist man außer Atem, dann muss man stehen bleiben. Gut, dann hat man zwar Zeit, ein bisschen die Landschaft zu bewundern, aber ist halt trotzdem suboptimal zum Vorwärtskommen. Schneller ist man mit kontinuierlich saumäßig langsam, als mit schnell Pause, schnell Pause. Ach je. Ein paar Sachen zur Nacht. Anna, erstmal habe gerade zwei Jäger getroffen, unverkennbar solche. Die waren super freundlich und wollten wissen, ob ich tatsächlich draußen gepennt habe, weil ich wohl so aussehe. Und waren beeindruckt. Ha, zu Recht, zu Recht. Ja, ich weiß nicht, es ist immer so eine Sache. Also für mich ist das ja eigentlich nichts Besonderes. Und eigentlich gehört das irgendwie dazu und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Aber für die meisten Leute ist das dann doch vielleicht eher ein Ticken zu fies. So für Durchschnittsmensch. Also, wobei ich so einen Jäger zum Teil ja durchaus in die Ecke sehr naturverbunden, ergo gerne draußen, ergo kälteresistent stecken würde. Also diese Kombination. Sehr naturverbunden sind sie wahrscheinlich alle. Aber so viel zum Thema. Übrigens, Jäger sind immer unfreundlich. Die beiden waren sehr nett. Das hat richtig gut getan, zwischendrin mal noch einen Mensch zu treffen. Weil das war jetzt meine dritte Menschbegegnung, seit ich hier unterwegs bin. Erste war kurz Hallo und Tschüss. Eine Frau auf der Hütte. Am Farrel, heißt das jetzt so? Ich kann es mir immer noch nicht merken. Kopf. Und dann halt eben noch eine Person, die mir schnell entgegengelaufen ist. Das war über die hat überhaupt nichts gesagt. Beziehungsweise mich nicht groß zur Kenntnis genommen. Da hat sich kein Dialog, in welcher Form auch immer, entwickelt. Ja, und jetzt nochmal zur Nacht. Also, es war kalt. Und ich habe lange, 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 lange wirklich nicht mehr bei so niedrigen Temperaturen draußen gepennt. Wirklich lange, 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 lange nicht. Und das war erst meine dritte Schneeübernachtung mit noch nie so tiefem Schnee, dass man sich da wirklich ein Plateau hat quasi trampeln müssen, auf dem man schlafen kann.
und Heringe extra ein Loch graben, bis man zum Boden kommt, bis man die versenken kann. Ja, Schneeheringe, das wäre nicht schlecht gewesen. Sowas besitze ich nicht. Das werde ich mir noch zulegen für weitere Wintertouren. Ja, und aufgrund eben der suboptimalen Bedingungen war meine Plane jetzt auch nicht toll gespannt. Da hätte ich jetzt keinen schöner Wohnenpreis mitgewonnen. Einmal Handwechsel. Einmal Rundumblick. Ja, und noch ein bisschen weiter stapfen. Ja, seht ihr, ich mache schon wieder zu schnell. Ich muss stehen bleiben zwischendurch. Muss noch langsamer machen. Ist übrigens immer nicht so einfach, wenn man hin und wieder mal in die Kamera gucken möchte. Aber auch auf den Weg schauen. Ein positiver Effekt eines Hutes beim Bergaufsteigen ist, man kann nur, wenn man aktiv nach oben guckt, wirklich nach oben gucken. Ich persönlich finde das motivierend, wenn man nämlich immer sieht, wie weit es noch ist. Das kann ein bisschen demotivierend sein, wenn es halt eben noch weit ist. Und so gucke ich immer schön nach unten beim Berg hochkraxeln. Außer ich will jetzt mal kurz die Aussicht genießen, aber es ist halt auch sicherer, auf die Füße zu gucken, damit man keine Schrittfehler macht, ausrutscht oder ähnliches. Gerade bei Schnee kann das immer noch mal schnell, relativ schnell passieren. Auch wenn er jetzt hier gerade ganz gut haftet. Ja, und dann wird man schon nicht demotiviert, weil man weiß, oh Gott, es ist noch unendlich weit. Überhaupt ist bei Langstreckenwandern ist nie eine gute Idee, darüber nachzudenken, dass es noch unendlich weit ist. Die paar Meter, die ich auf dem Jakobsweg gelaufen bin, also es waren schon mehr als ein paar Meter, aber war ja nicht viel, waren 4 Tage, von, ich spreche es grauenhaft falsch aus, aber Saint-Jean-Pied-de-Port oder so ähnlich, so dem Standard-Startpunkt für den Camino Frances. Und wenn man über die Pyrenäen, das kleine Stückchen, wo man da drüber muss, ist ja nur eine Etappe, fast drüber ist, kommt ein unglaublich demotivierendes Schild mit, keine Ahnung, 300 irgendwas oder noch mehr. Nee, was ist es? 800? Ich weiß es nicht, aber ewig viele Kilometer. Ja, ja, 800. 800 noch was. Bis Santiago de Compostela. Ich finde, dieses Schild hätten sie echt weglassen können. Das macht einen ja fertig. So ähnlich wahrscheinlich auch dieser Gag-Schild da mit dem blöden was auch immer Stein, der sich 8300 irgendwas Meter unter Mount Everest befindet. Oh je. Wollte ich noch was zur Nacht sagen? Ach ja, ganz wichtig. Ich kann es jetzt noch mal bestätigen. Ich hatte es ja inzwischen fast schon nicht mehr geglaubt. Also dieses Gerücht, der Nacktmythos, man möge sich möglichst wenig bekleidet in den Schlafsack legen. Das funktioniert, wenn der Schlafsack warm genug ist. Dann ist man echt besser dran, also wenn man einen angepassten Schlafsack an die Temperatur hat, ist man wirklich besser dran mit wenig Klamotten als mit dick eingemümmelt. Denn ich habe das mal wieder ignoriert gehabt, weil ich der Meinung war, das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und habe mich mit 2 Jacken reingelegt. Und erst war es recht kuschelig, aber dann habe ich irgendwann ziemlich gefroren und habe schon Angst gekriegt, was das für eine Nacht werden mag. Und habe dann aber beschlossen, na gut, dann ziehe ich die 2 Jacken halt mal wieder aus. Weil angeblich soll das ja helfen. Und siehe da, es hat geholfen. Vielleicht hätte ich sogar noch mehr ausziehen können. Das werde ich heute Nacht mal ausprobieren. Kann dann ja immer noch wieder was anziehen. Schön hier. Vielleicht auch nochmal der Rückblick. Da kommt daher der Ben. Da hinten gibt es ein bisschen Aussicht. Ja, sehr schönes Stück. Anstrengend,
aber schön. Vor allem jetzt hier durch diese kleine, ja, Schlucht, wenn man das so nennen möchte. Sehr schön. Und es ist unglaublich still im Wald. Jetzt. Ich war ja ein bisschen nah an den Windrädern zum Nächtigen. Die habe ich hin und wieder mal gehört nachts. Ja, Windräder, auch nochmal so ein Thema. Das erzähle ich dann ein andermal. Also insgesamt war es dann doch relativ kuschelig. Ich bin morgens deswegen auch noch zu lange liegen geblieben, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, wahrscheinlich schon, wenn morgens die Sonne aufgeht, ab dem Punkt hat man die Nacht überstanden. Und gerade alleine und auch wenn man schon oft gemacht hat, die Nacht ist gerade in Gebieten, in denen man sich nicht auskennt, immer so ein Ding, ne? Da spielt schon so ein bisschen eine Rolle, dass man da so ein klein wenig sich möglicherweise etwas unwohl fühlen kann. Gut, je nach persönlichem Charakter. Es gibt sicherlich auch Leute, die haben da wirklich überhaupt keine Probleme. Aber ich für meinen Teil habe die erste Nacht auf Tour, schlafe ich auch nie gut, selbst wenn es warm ist. So, packen wir Kamera wieder weg. Jetzt will ich noch ein bisschen mich aufs Laufen konzentrieren und die Stille genießen. Hier noch ein kleines, hoffentlich nicht allzu wackeliges Panorama von diesem Felsen. Der hat auch bestimmt irgendeinen Namen. Den kann ich jetzt gerade nicht feststellen. Schön ist ja diese eine Kiefer, die da rumsteht. Das da hinten ist wohl die Einkehrmöglichkeit, die es hier unterwegs gibt. Da scheint sogar irgendjemand zu hausen, wenn man dem Schornstein nachgeht. Ja, und das ist die Aussicht. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, fühle ich mich überhaupt nicht wohl auf so einem Teil. Deshalb gehe ich jetzt auch gleich wieder runter. Bin schon stolz auf mich, dass ich mich hochgetraut habe.